Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Und es geschah. Er kam in die Nähe von Bethphage und Bethanien, an den Berg, der Ölberg heißt. Da schickte er zwei seiner Jünger aus und sagte: Geht in das Dorf, das vor uns liegt. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr dort einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet das Fohlen los und bringt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los? Dann antwortet, der Herr braucht es. Die Ausgesandten machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte. Als sie das Fohlen losbanden, sagten die Leute, denen es gehörte, warum bindet ihr das Fohlen los? Sie antworteten, weil der Herr es braucht. Dann führten sie es zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Fohlen und halfen Jesus hinauf. Während er dahin ritt, breiteten die Jünger ihre Kleider auf dem Weg aus. Als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, begann die Schar der Jünger freudig und mit lauter Stimme Gott zu loben, wegen all der Machttaten, die sie gesehen hatten. Sie riefen: Gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Im Himmel Friede und Ehre in der Höhe. Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu: Meister, weise deine Jünger zurecht. Er erwiderte: Ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Wir kennen dieses Evangelium, vielleicht nicht diese Übersetzung. Es gibt eine Möglichkeit, auf die Unterschiede zu schauen. Mir ist zum Beispiel sehr stark aufgefallen, statt er setzte sich darauf, sie halfen ihm auf den Esel, auf das Fohlen. Es gibt so Kleinigkeiten, die vielleicht eine gewisse Aufmerksamkeit in dieser neuen Bibelübersetzung hervorrufen. Aber grundsätzlich ist uns der Text vertraut. Auch die Spannung dieses Tages zwischen dem jubelnden Rufen, bei Lukas sind es großteils die Jünger, da kommen auch die Palmenzweige an sich nicht vor, da sind es die Kleider, die ausgebreitet werden. Und dann die Passionsgeschichte, die wir auch schon kennen. Und das, was ich mir gedacht habe, so ein Gedanke, der mir einfach eingefallen ist, war: Nichts überspringen. Ich weiß, wie ich die Zeitung lese. Meistens, vor allem wenn ich nicht so viel Zeit habe, schaue ich mal die Überschriften und dann schaue ich, wo dazwischen, Scanner nennt man das, ja, wo ich dazwischen was Wichtiges finde, ob das jetzt ein zentraler Gedanke ist oder nicht, weiß ich auch nicht so ganz genau. Überfliege das und habe so das Gefühl, aha, ich habe eine Ahnung, worum es geht. Es geht vielleicht beim Lesen eines Textes, der jetzt nicht extrem wichtig ist, aber auch hier kann ich falsche Informationen herausholen für mich. Es geht aber nicht im Leben. Ich kann in meinem Leben nichts überspringen. Würde ich manchmal gerne, weil manche Zeiten unangenehm sind und andere Zeiten hätte ich gerne länger ausgedehnt. Und diese Karwoche lädt uns wirklich ein, dieses Schritt für Schritt mitgehen mit dem, was uns gerade ausmacht, was gerade wichtig ist. Ich weiß es nicht, was passiert ist zwischen dem Jubelruf und der Verurteilung. Aber es muss dazwischen etwas passiert sein. Es war nicht ein plötzlicher Stimmungsumschwung ohne Ursachen. Ob das Gerede der Leute war, ob es Zusicherungen, Versprechen waren, wir kennen das alles. Dass wir auf andere Gedanken gebracht werden, weil Menschen uns etwas versprechen oder sagen, wenn du so und so machst, wird es richtig sein.
wenn du das und das ausprobierst, wirst du Erfolg haben, die und die Kur musst du machen, dann sind deine Schmerzen weg. Ganz viele solche Gedanken kennen wir. Vielleicht ist das heutige Evangelium, aber auch einfach der Tag an sich als Einstieg in die Karwoche, ein Anlass, wirklich so schrittweise mitzugehen. Ich hoffe, dass viele von uns auch die Möglichkeit haben, die Feiern in ihren Gemeinden mitzufeiern, mitzugehen. Aber jedenfalls so oder so ist die Einladung sehr aktuell, nicht zu überspringen. Und auch die Frage mir selber zu stellen, was gibt es in meinem Leben, das ich gern überspringen möchte? Und vielleicht auch im Blick auf das Aushalten und Durchtragen Jesu, dieses Überspringen nicht zu tun, sondern mich jeden einzelnen Schritt auch ganz konkret auszusetzen. Das wünsche ich und darum können wir beten.